mein Schamlands Sonntagspublikum. Da tanzte Fräulein Hildesheim mit vier Verehrern rum. Dann ruhte sie im Hintergrund sich aus den Augenblick und lächelnd sprach ihr Rosenbund die folgende Kritik. Der Mann hat einen Knack und der Bob ist mir zu grob. Der Paul ist auch zu faul, aber Hans, der kann. Ja, der Mann hat einen Knack, der Bob ist mir zu grob. Der Paul ist auch zu faul, aber Hans, der kann. Zu Aschinger lud Max sie ein, zu Goethe ging's mit Bob. Paul sprach, der Pinski, der ist fein, doch Hans, der helle Kopf. Griff in die Porto, fasste flink bei Dressel zwei Menü. Beschwipprig war das kleine Ding, ach Hans, wie bist du süß. Der Max, der hat Knack und der Bob ist mir zu grob. Der Paul ist auch zu faul. Aber Hans, der kann. Ja, der Mann hat den Knack und der Bock ist mir zu grob. Der Paul ist auch zu faul, aber Hans, der kann. Zum Schluss gab Hilder jedem noch ein letztes Rendezvous. Dann zieht die Dreien ab, jedoch dem Hans, dem fliegt sie zu. Es ist nicht wegen Dressen los, ich bin nicht interessiert. Doch hab ich die drei anderen genau examiniert. Der Max, der hat ja einen Knack und der Bob ist mir zu grob. Der Paul ist auch zu faul, aber Hans, ja, der kann. Der Max hat einen Knack und der Bob ist mir zu grob. Der Paul ist auch zu faul, aber